Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich dir eine ganz einfache Variation von Blooming in vier verschiedenen Farben zeigen. Und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Wie ihr gut erkennen könnt, habe ich heute vier kleine Leinwände vorbereitet. Ziel ist es heute, ein zusammenhängendes Bild damit zu schaffen. Ich habe uns vier tolle Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit Purple, mit Sonnengelb, mit Himmelblau und mit Rosa. Ich arbeite heute mit den Farben von Amsterdam. Ihr könnt es sehen, es sind mir einfach die liebsten. Und nun beginnen wir erstmal mit unserer Basisfarbe. Ich werde jede Leinwand mit einer anderen Farbe bedecken, sodass wir vier verschiedene Untergründe haben. Ich mache mir hier erstmal ein bisschen Platz. So. Ich beginne mit meiner ersten Leinwand und möchte diese in Rosa halten. Wir brauchen natürlich nicht den ganzen Becher als Farbe für diese kleine Leinwand, aber ich brauche die Farben nachher auch noch zum Blumen. Also wir werden nichts verschwenden. Die nächste Leinwand möchte ich hellblau halten. Auch hier trage ich einfach ein bisschen von unserer Basisfarbe auf und dehne das Ganze aus. Als nächstes möchte ich unser wunderschönes Sonnengelb auftragen. Ganz ehrlich, bei der Farbe scheint doch direkt die Sonne, oder? Und ganz zum Schluss bereite ich noch unsere lila Leinwand vor. Soweit, so gut, meine Lieben. Wir haben unsere schön glänzenden Leinwände vor uns liegen. Ich habe mich heute für ein bisschen pastellige Farben entschieden. Meine Farben für die Basis und auch fürs Blooming gleich sind im gleichen Verhältnis abgemischt. Ich habe ein Teil Farbe, zwei Teile Medium und ein Teil Wasser benutzt. Ihr habt gesehen, das gibt mir einfach eine super Fließfähigkeit und funktioniert für mich persönlich sehr gut. So, jetzt möchte ich mit euch zum eigentlichen Geschehen des Videos kommen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit dem einfachsten Werkzeug der Welt, das wir alle besitzen, ein super schönes Blumen machen könnt. Und zwar brauchen wir heute nur unsere Lunge und unseren Mund. Ich werde heute einen Strohhalm zum Auspusten verwenden. Ihr könnt es aber auch mit dem Mund machen, wie es euch beliebt. Ich werde die gleichen Farben verwenden, die wir jetzt auch für unseren Hintergrund benutzt haben. Und nun muss ich mir überlegen, welche Farbkombination auf welche Leinwand soll. Ich möchte immer zwei Farben plus Titanium Weiß verwenden. Ich beginne mit der hellblauen Leinwand und ich dachte mir, es wäre ganz hübsch, die Bilder miteinander zu verbinden.
Also, ich beginne mit einer ungefähren Form mit Lila. Mache einen dünnen Streifen auf meine blaue Leinwand. Ihr seht, ich benutze nicht so viel Farbe, brauchen wir auch nicht. So. Und die zweite Farbe, die ich verwenden möchte, ist unser Rosa. Auch hier gebe ich nur einen dünnen Streifen auf unsere Leinwand. Mehr braucht es gar nicht sein. Ich habe euch gesagt, ich möchte auf jeder Leinwand mit Titanium Weiß arbeiten. Meine weiße Farbe ist heute anders abgemischt als meine anderen Farben. Und zwar verwende ich hier nur Amsterdam Titanium Weiß und Wasser. So. Sehr schön, das reicht uns erstmal. Nun mache ich weiter mit meiner pinken Leinwand. Bei der pinken Leinwand dachte ich, mir wäre es ganz schön, mit Gelb und Violett zu arbeiten. Und ich werde hier den Streifen einfach weiterführen, wo ich bei der blauen Leinwand aufgehört habe. Und überlege mir ungefähr ein Muster. So. Die gelbe Farbe schichte ich über den lilanen Streifen. So. Es muss nicht ganz akkurat sein. Und auch hier, meine Lieben, verwende ich ein bisschen Titanium Weiß. Jawohl. Okay, weiter geht's mit meiner gelben Leinwand. Die würde ich gerne in Pink. Und Himmelblau halten. Und ganz zum Schluss ein bisschen Titaniumweiß. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne Farbkombi hier. Und zu guter Letzt unsere violette Leinwand möchte ich in den Farben Himmelblau. Und rosa halten. Und zu guter Letzt ein bisschen Titaniumweiß. Ich möchte schon, dass die Leinwände unterschiedlich aussehen, auch aufgrund des Hintergrundes, aber ich möchte auch eine gewisse Zusammengehörigkeit schaffen. Okay, ich bringe meine Farbbecher in Sicherheit. Bevor ich mit dem Blumen anfange, werde ich noch einmal kurz mit dem Brenner drüber gehen. So. Oh, heute mache ich nicht den gleichen Fehler. Heute stecke ich mir die Haare hoch. Jetzt sagt mir mal ganz ehrlich an meine langhaarigen Zuschauern, wie oft ist es euch schon passiert, dass ihr eure Mähne beim Blumen in die Farbe getunkt habt? Mir passiert das ständig. So, okay, ich schnapp mir einen Strohhalm und beginne nun unser Muster auszublasen. Ich beginne unten auf der hellblauen Leinwand. Weiter geht's mit unserer pinken Leinwand.
Anschließend blume ich unsere gelbe Leinwand. Ich glaube, das wird eine richtig schöne Farbkombo. Und zu allerletzt fehlt jetzt noch unsere violette Leinwand. Soweit, so gut. Nun werde ich mit Fingerprint noch ein bisschen meine Form verschönern und ein bisschen in Form bringen. Meine Lieben, wie ihr gut erkennen könnt, versuche ich nun, unsere Blumen hier auf unseren vier Leinwänden zu verbinden.
Ich führe unser Muster jetzt auf der gelben Leinwand weiter. Ich finde, die gelbe Leinwand ist richtig schön regenbogenfarben geworden. Meine Lieben, ich kann euch nur ans Herz legen, traut euch das wirklich. Es kann nichts passieren, ihr könnt immer noch ein bisschen Farbe nachtragen. Aber ich kann euch sagen, für mich ist die Arbeit mit den eigenen Händen so wertvoll. Selbstverständlich, wer das nicht mag, kann auch ein Holzspatel nehmen. Oder es gibt hier so Stifte, so Dotting Tools, mit dem könnt ihr es selbstverständlich auch machen. Aber mich erfüllt es immer sehr, die Farbe auf meinen Händen zu spüren. Und zu guter Letzt unsere violette Leinwand. Auch hier versuche ich, unser Muster fortzuführen. Meine Lieben, mit den Detailarbeiten bin ich erstmal zufrieden. Kommt mal ein bisschen näher ran. Jetzt seid ihr dran. Sagt mir mal, welche Farbkombination euch am besten gefällt.
Ist es die hellblaue oder unsere pinke, die gelbe oder die violette? Ich glaube, diese hier ist mein Favorit. Ich finde sie so freundlich und so leuchtend und so schön. Hingegen diese hier hat etwas Mysteriöses, etwas Dunkleres. Ganz festlegen kann ich mich nicht, aber zu meiner Stimmung passt heute die sonnige Leinwand. Okay, ihr Lieben, ich bin am Ende des heutigen Videos angekommen. Schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare, welches euer Favorit ist. Und wenn ihr zukünftig nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich aufs nächste Mal und bedanke mich vom Herzen fürs Einschalten. Macht's gut, ihr Lieben!